sich einen Sprung vom 10-Meter-Brett und gesucht ist die Geschwindigkeit, mit der er eintaucht. Da oben gibt es Höhenenergie, E ist M mal G mal H und die wird komplett umgewandelt in Bewegungsenergie, wenn es hier so spritzt. Und da habe ich dann E Kin gleich 1/2 mv Quadrat und die beiden kann man gleichsetzen. Also gegeben ist erstmal die Höhe von 10 Metern. Ja, mehr brauche ich nicht. Und dann diese beiden Energien, die ich gleichsetze, also M mal G, gesucht vielleicht noch, gesucht ist V. Also M mal G mal H ist 1/2 mal M mal V Quadrat. Also die beiden gleichsetzen, dann kürzt sich die Masse weg. Das heißt also, wenn man die Luftreibung vernachlässigt, dann ist es egal, welche Masse ich habe. Nach V auflösen, also GH gleich 1/2 V Quadrat mal 2. 2GH gleich V Quadrat. V ist Wurzel aus 2 mal G mal H und einsetzen. V ist Wurzel aus 2 mal 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat mal 10 Meter. Und da kommt jetzt raus, also ungefähr, was haben wir da so, 14 Meter pro Sekunde. 14 Meter pro Sekunde. Wenn ich das mal 3,6 mache, 14 mal 3,6, dann habe ich die Kilometer pro Stunde und das ist so ungefähr 50. Also so Auto im Stadtverkehr. Also schon ganz flott. Also ich habe mich da noch nie getraut, runter zu hüpfen. Jetzt ist die nächste Frage, aus welcher Höhe muss ich hüpfen, wenn ich die Hälfte will? Also jetzt nehme ich für B, nehme ich jetzt, V ist nicht mehr 14, sondern V ist 7 Meter pro Sekunde. Das ist gegeben, Gag und gesucht. Ist jetzt die Höhe und dieses m mal g mal h gleich 1/2 mv Quadrat wird jetzt in dem Fall aufgelöst, nicht nach dem v, sondern nach der Höhe h, weil h ist ja gesucht, also hier nach diesem h da auflösen. Es kürzt sich wieder die Masse weg und h ist dann, h ist 1/2 v Quadrat durch g gleich 1/2 mal 7 Meter durch Sekunde durch 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat. Ne? Da. Ja. Hier, ich hab überlegt, das haut gerade nicht hin. Hier, ich habe Quadrat vergessen. Genau. Weil sonst wären da irgendwelche Sekunden übrig geblieben. Ja, und wenn ich das eingebe, dann habe ich H ist 2,5 Meter. Also bei 2,5 Meter hat man 25 Kilometer pro Stunde. Also aus der Höhe. Also beim 3-Meter-Brett bin ich schon über 25 Kilometer pro Stunde. Das habe ich mich schon mal getraut. Da war ich schon.